Das, liebe Urbex-Freunde, ist das Originalgeräusch, was wir hier hören. Jawohl, liebe Urbex-Freunde, ein bisschen laut hier durch das Dach, einmal nach oben schwenken. Wir sind hier in einem ganz bekannten Bad, ich glaube, hier kann man die Location ruhig nennen. Wir sind in der Bergischen Sonne, meine Damen und Herren. Und das Einzige, was noch übrig geblieben ist, ist hier Haufenvandalismus. Leider ist der Zustand mehr wie schlecht. Und vom Datenschutz hat man auch nichts gehört, meine lieben Damen und Herren. Ja, hier eine Frau SR aus Lendersheim. Nicht Mitfilmer, bitte. Der Datenschutz, meine Damen und Herren. Bergische Sonne, meine Damen und Herren. Die Sonne scheint hier leider nicht mehr. Zusammen mit Team Urbex Discovery wünschen wir euch viel Spaß bei dem Video und sagen Attacke, auf geht's wie immer. Jo, hier die rechte blaue Rutsche. Wer einmal mitrutschen möchte, wünsche mir jetzt viel Spaß. Danke an TubeWrites für die Verwendung des Videos. Attacke, wir geben Gas, auf geht's! Thank you.
Jawohl, und hier haben wir eine sogenannte Black Hole Rutsche. Die rutschen wir jetzt auch mal. Nochmal danke an Tube Rides. Und Attacke, auf geht's. Das hier muss mal das Restaurant gewesen sein, hier die Theke, hier standen wahrscheinlich die Tische. Ein paar Tische gibt es noch, aber leider nicht mehr viel.
Leute, das ist der Wahnsinn. Wenn man hier reingeht, riecht es noch, als wäre die Sauna noch im Betrieb. Man riecht das Holz, man riecht den Dampf. Gehen wir mal rein. Und gefühlt, wir haben jetzt den 12. November, es ist auch fast so warm. Thank you.
Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen von dem Schwimmbad, wo die Sonne nie mehr scheinen wird. Der Bergischen Sonne, letzte Bilder wahrscheinlich vor dem Abriss. Ich glaube nicht, dass das hier noch lang stehen bleibt. Hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Lasst ein Like, Kommentar da, wir freuen uns über Lob, Kritik und alles, was ihr im Video macht. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den nächsten Videos, die noch kommen werden. Und bis dann, euer Kollege zusammen mit dem Alex Discovery im Hintergrund. Ciao! Heute wird in der Bevölkerung debattiert, wo dieser große Aluminiumball einmal stehen soll. Vielleicht in der Wuppertaler Innenstadt, wer weiß. Schön wäre es. Schön wäre es auch, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie es damals gewesen ist. Wie war das Schwimmbad, als es noch offen hatte? Viel konnten wir sehen und uns schon vorstellen, wie es da eines gewesen sein muss. Erzählt von euren Erfahrungen. Erzählt, wie es damals war, wir würden uns freuen. Da wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß mit den neuen Videos, die noch kommen und kommen werden, zusammen mit Team Urbex Discovery, euer Los Blaze Hospitant. Bedanken möchten wir uns auf jeden Fall bei den Jungs von tuberides.de, dass sie uns die Bilder von früher zur Verfügung gestellt haben.